Erste, was du in diesem Kurs lernst, ist die Einleitung. Ich spiele dir die ganze einmal ohne Bass vor. Die kommt nur einmal im ganzen Stückchen. Und ganz am Anfang, wie eine Einleitung so ist. Sicherlich jetzt gemerkt hast, ist zweimal hintereinander genau das gleiche gespielt. Ich zeige dir jetzt gerade die erste Passage. Wir sind auf Stossen. Und zwar kannst du in der mittleren Tonreihe auf den fünften obersten Knopf rutschen mit dem Zeigefinger. Den Kleinfinger auf dem drittuntersten in der äußeren Tonreihe platzieren und dann lassen wir gerade los. Mit dem kleinen Eis aufrutschen. Und dann in der Kreuztonreihe, der Viertelpust. Und dann kommt ein Akkord, das ist ein Moll-Akkord, und zwar ein C-Moll. Das siehst du nachher bei der Bass, was dazu passt. Und zwar haben wir drei Töne, wie es im Akkord so üblich ist. Die zwei in der mittleren Tonreihe, der fünfte und der siebte oberste. Und der, den wir gerade vorher gespielt haben, in der Kreuztonreihe. Ebenfalls auf Stossen. Wir machen die erste Passage nur mal miteinander. Wir fangen an vom fünften obersten Ton in der mittleren Tonreihe. Wir machen es gerade noch das letzte Mal miteinander. Du kannst gerade mitspielen. 2, 3. Dann gehen wir weiter in die zweite Passage. Da ist der Anfang noch gleich wie von der ersten, nämlich auf Stossen, das Läufli. Und dann wechseln wir auf Ziehen in den Ass-Akkord. Den kennst du sicher schon. Wir machen die zweite Passage gerade nur durch auf Stossen. Fangen wir an. 2, 3. Jetzt wechseln wir auf Ziehen. Wir hängen jetzt gerade Passage 1 und 2 mal zusammen. Fangen hier auf Stossen in der ersten Passage. 2, 3. Zweite Passage, ich gehe Luft holen. Ziehen. Dann gehen wir weiter in die dritte Passage. Hier sind wir jetzt auf Ziehen, haben aber ebenfalls ein Läufchen voraus. Und dann wechseln wir auf Stossen und spielen die zweistimmig. Wir machen die dritte Passage gerade nochmal durch miteinander. 2, 3. Stossen. Dann die vierte Passage. Und ziehen. Wir machen die vierte gerade nochmal. Die brauchst du nur drei Töne. Zuerst auf Stossen. Und auf Ziehen. Und dann sind wir schon in der Mitte und es kommt nochmal genau das Gleiche. Wir gehen jetzt zurück an den Anfang, spielen die erste bis und mit vierte Passage durch. Wir sind auf Stossen. 2, 3, 4, 1. Zweite Passage. Dritte Passage. Stossen. Vierte Passage. Ziehen. Und dann lassen wir gerade nochmal von vorne los. Erste Passage.
zweite Passage. Ziehen. Dritte Passage. Stossen. Und die vierte und letzte. Ziehen. Und dann hast du das erste Teil oder die Einleitung von diesem Stück schon gelernt. Du kannst das selbstverständlich nur mal wiederholen oder so lange üben, bis du fliessen kannst. Ich gehe jetzt weiter ins nächste Video, wo ich dir Bass zeige zu diesem Teil. Und nachher gehen wir weiter in die Melodie der ersten Strophe. Schön, bist du dabei und bis bald.